dass, wenn wir von Abstraktheit reden, wenn wir von Lebensferne reden, es wahrscheinlich Plotin ist, der die Philosophie auf die Spitze getrieben hat. Also mir fällt keiner ein, der durchgehend in seinem Werk über Dinge schreibt, mit denen ein normaler Mensch schlicht nichts anfangen kann. Und genau das hat dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, es muss doch einen Weg geben, die Kernbotschaft, das Anliegen und die Kernbotschaft von Plotin prägnant auf den Punkt zu bringen, so dass man, auch wenn dieses Buch 400 Seiten haben mag, am Ende die ganzen Ausführungen und Erläuterungen weglassend, weiß, also ein Bild im Kopf hat, eine Vorstellung im Kopf hat, worum es bei Plotin geht. Philosophie ist abstrakt. Sehr viele Menschen halten sie für lebensfern und nicht wenige schlicht für langweilig. Trotzdem glaube ich, dass man das Denken und die Anliegen der meisten Philosophen, die ich bisher kennengelernt habe, auch unbedarften Gesprächspartnern, die nicht kennen oder die auch Philosophie insgesamt nicht kennen, auf eine Weise nahe bringen kann, dass sie aufhorchen, dass sie Interesse kriegen, dass sie vielleicht sich provoziert fühlen, angeregt fühlen, auf jeden Fall, dass sie sich den Namen merken. Bei Plotin habe ich die Erfahrung gemacht, dass das deutlich schwieriger ist. Wenn man mich fragt, warum beschäftigst du dich mit Plotin? Was sagt er denn so? Da bin ich bisher eigentlich regelmäßig ins Stocken geraten. Es fiel mir und fällt mir im Grunde nach wie vor schwer, zu meiner Gesprächspartnerin, zu meiner Gegenüber, eine Beziehung von Plotin aus herzustellen, also eine Verbindung zu schaffen, die relativ eingängig und leicht nachvollziehbar machen könnte, warum man sich mit dem beschäftigt. Das hat tatsächlich den Grund, dass, wenn wir von Abstraktheit reden, wenn wir von Lebensferne reden, es wahrscheinlich Plotin ist, der die Philosophie auf die Spitze getrieben hat. Also mir fällt keiner ein, der durchgehend in seinem Werk über Dinge schreibt, mit denen ein normaler Mensch schlicht nichts anfangen kann. Das ist die Herausforderung von Plotin. Es gibt trotzdem Gründe, warum ich mich mit ihm befasse. Sogar warum es mir sehr wichtig war, mich jetzt monatelang im Grunde mit ihm auseinanderzusetzen. Und genau das hat dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, es muss doch einen Weg geben, die Kernbotschaft, das Anliegen und die Kernbotschaft von Plotin prägnant auf den Punkt zu bringen, so dass man, auch wenn dieses Buch 400 Seiten haben mag, am Ende die ganzen Ausführungen und Erläuterungen weglassend, weiß, also ein Bild im Kopf hat, eine Vorstellung im Kopf hat, worum es bei Plotin geht. Und genau das ist der Versuch, das Anliegen dieses Videos einmal zu skizzieren, was in meinen Augen wirklich das Gerüst von seinem Denken ausmacht.
wozu alles andere dann womöglich wertvolle und wichtige Erläuterung ist, aber strukturell eben nicht im Fokus stehen muss, nicht notwendig im Mittelpunkt, in den Mittelpunkt treten muss. Genau. Das ist ja der Grund, warum ich hier sitze. Um das vorwegzuschießen, bevor wir in 10 Schritten sein Denken abschreiten, möchte ich ganz kurz die Anliegen von Plotin benennen. Also der Grund, warum er überhaupt diesen Weg gegangen ist, warum er überhaupt denkt, warum er philosophiert. Und da kann man sagen, es gibt einen theoretischen und einen praktischen Anlass oder ein theoretisches und ein praktisches Anliegen von Plotin. Theoretisch ist es so, dass Plotin beweisen wollte, dass es die Seele gibt. Und zwar als eigenständiges Phänomen, nicht als Ableitungsfunktion von Materiellem. Ich vermute, dass das eine Positionierung gegen die Stoiker war, die ein materialistisches Weltbild vertraten in seiner Zeit. Das heißt, es ging ihm darum zu beweisen, die wahre Realität oder Wirklichkeit liegt eher in der Seele als in den Gegenständen. Die Gegenstände sind eher eine Ableitungsfunktion des Seelischen, das sie denkt oder wahrnimmt oder erkennt, als umgekehrt die Materie die Grundlage für die Entstehung von seelischen Phänomenen ist. Das ist das theoretische Anliegen. Plotin will beweisen, die Seele ist die eigentliche Wirklichkeit, die stärkere Wirklichkeit. Wir werden später sehen, die Seele ist nicht das Ende vom Lied. Aber das ist einer der Ausgangspunkte, einer der wesentlichen Punkte von Plotin gewesen. Der zweite Punkt ist, Wirklichkeitserkenntnis, Wahrheitserkenntnis war für Plotin eine ganz wichtige Zielbestimmung auf dem Weg zum Glück. Er ging davon aus, dass Glück und Erfüllung dann sich einfinden werden, wenn man die Wahrheit begriffen hat und ein Leben in Übereinstimmung mit der Wahrheit in vertiefter Wirklichkeit führen kann. Das heißt, es ging ihm praktisch um die Frage, wenn ich jetzt die Wahrheit gefunden habe und verstanden habe, wie kann ich so leben, dass sie mich erfüllt. Gut, man kann dahinter tatsächlich ein relativ klassisches Konzept sehen. Also ganz viele Menschen sagen, ein wahrer Philosoph, eine wahre Philosophin lebt ihre Philosophie. Seien es ethische Werte oder sonstige Einsichten, die sich also im Lebensvollzug ausdrücken. Genau. Dem kann man auch kritisch gegenübersehen. Ich glaube, dass auch ein guter Baumeister, eine gute Baumeisterin selber in einem schlechten Haus wohnen können. Nichtsdestotrotz, das klassische philosophische Bild kennen wir alle, das Motiv, wer Weisheit hat, wer Wissen hat, wer die Wahrheit hat, der lebt sie auch. Das sind die Motive. Und jetzt werde ich anfangen, die 10 Punkte zu entfalten. Alles, was ist, liegt als Einheit vor. Meines Erachtens ist das der grundlegendste Satz und die grundlegendste Aussage, die für Plotin getroffen werden kann oder von Plotin getroffen wird. Möglicherweise kann man sogar sagen, dass alles, was er schreibt, alles, was er vertritt, aus diesem einen Satz abgeleitet wird, beziehungsweise, dass er meint und beansprucht, alles, was er vertritt,
aus diesem Satz zu schließen. Alles, was ist, liegt als Einheit vor. Ich glaube, dieser Gedanke ist erstmal durchaus sehr eingängig. Wenn wir irgendetwas denken, egal was, haben wir immer ein geschlossenes Begriffsfeld oder einen beschlossenen Begriff. Nehmen wir das Bett. Dieses Bett ist eine Einheit. Wir denken es zusammen und grenzen es ab von der Einheit Buch, von der Einheit Mensch, selbst von der Einheit Atem oder von, auch das dürfte bei Plotin drin sein, da wird schon schwieriger zu folgen, der Einheit Gerechtigkeit, die tatsächlich eher ein wohlausgewogenes Verhältnis der verschiedenen Einheiten ist. Alles, was ist, liegt als Einheit vor. Ohne Einheit können wir es nicht denken. Wenn wir einen Begriff haben, zerfließt der nicht irgendwie, sondern wir haben schon eine relativ abgegrenzte Vorstellung, was er ist, was er besagt, was dazugehört und so weiter. Das ist die Grundaussage am Anfang. Jede Einheit verhält sich auf zweierlei Weise zu anderem. Zum einen verhält sich jede Einheit zu anderen Einheiten. Die Welt ist angefüllt mit Einheiten. Ganz viele Einheiten, die nebeneinander stehen, vielleicht auch mal ineinander greifen. Aber tendenziell kann man sagen, Einheiten grenzen sich gegen andere Einheiten ab. Das Verhältnis ist von diesem Bett zu anderen Gegenständen. Das können andere Betten sein, dann haben wir eine quantitative Abgrenzung, ein quantitatives Verhältnis. Es kann aber auch ein Nichtbett sein, wie dieses Buch. In jedem Fall können wir klar unterscheiden zwischen diesem Bett, diesem Buch und einem anderen Bett. Das ist das Verhältnis nach außen. Dann gibt es ein Verhältnis nach innen. Das Bett setzt sich zusammen aus Teilen, die auch wieder Einheiten bilden. Eine Matratze, ein Lattenrost, ein Rahmen, im Grunde noch Schrauben, Muttern und so weiter und so fort. Das heißt, jede Einheit hat im Grunde in sich oder zu ihren Teilen und zu ihrem Äußeren jeweils eine Beziehung. Nach außen zum Beispiel zu vergleichbaren Teilen oder zu anderen Teilen. Nach innen gilt im Übrigen dasselbe. Ein klassisches Beispiel ist eine Armee, setzt sich aus 100 Soldaten zusammen. Alles sind einzelne Soldaten, die sind alle in Anführungsstrichen gleich. Ja? Alles irgendwie Männer um die 20, 25. Wenn man einen wegnimmt, ist es womöglich immer noch eine Armee. Wenn man sie allerdings alle vereinzelt, ist es keine mehr. Das ist also eine Zusammensetzung gleichartiger Teile. Beim Bett haben wir unterschiedliche Teile. Genauso wie nach außen, es gibt Betten und Nichtbetten. So, das ist sozusagen die zweite wichtige Erkenntnis von Plotin. Neben der Tatsache, dass es alles irgendwie in Einheiten gedacht werden muss, dass alles Einheit ist, liegt in diesen Einheiten immer diese zweifache Beziehung nach außen und innen. Die Gesamtheit aller Dinge, also alles, ist im Grunde das Moment oder der Punkt, an dem die zweite Regel an ihre Grenzen zu stoßen scheint. Nach innen hin ist es klar, wenn wir einfach alles, was ist, zusammenfassen als Gesamtheit, das können wir ja in der Vorstellung, Welt, Kosmos. Ja, wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, wenn man das alles zusammennimmt, bildet es eine Einheit, die sich zu ihren Teilen, verschiedene Planeten, verschiedene geografische Regionen, verschiedene Menschen und so weiter, die sich zu ihren Teilen verhält.
Der Punkt ist, dieses Ding kann sich rein definitorisch nicht zu etwas Äußerem verhalten. Alles ist alles, da bleibt nichts übrig. Das heißt, wenn wir alles nehmen, gibt es nur ein Binnenverhältnis, ein Verhältnis zu, oder ein Verhältnis nach innen, aber erstmal keins nach außen. Ja, das betrifft die Einheit des Seins. Das ist allerdings nicht, da bleibt das Denken von Plotin nicht stehen. Sondern nun kommt eine Überlegung, und die ist tatsächlich eine der spannendsten Überlegungen von Plotin und einer der Gründe, warum ich tatsächlich überhaupt mich mit ihm befasse. Wir haben bisher über Dinge gesprochen, die Gegenstände sind. Dinge. Sein. Seiendes. Alles, was ist, so wie wir es kennen, ist in Gedanken, ist in Vorstellung, ist in Bewusstsein. Wenn ich mir etwas denke, wenn ich Erkenntnis habe, wenn ich etwas sehe, dann handelt es sich immer um ein Objekt in einem Subjekt, in mir. Ich kann im Übrigen dieses Objekt, meiner Erfahrung nach, nicht aus der Perspektive von euch sehen, von einem anderen Subjekt. Ich kann es nicht als Objekt an sich sehen. Ich kann es immer nur kennenlernen aus der Perspektive meines Blicks. Erkenntnis bedarf immer zweier Grundkonstituenten, wie nennt man es, Grundkonstitutiver, keine Ahnung, zweier Grundbausteine. Ein Gegenstand, der zum, oder ein Ding, das zum Gegenstand eines Subjektes wird. Ohne Subjekt wissen wir nicht, ob ein Objekt übrig bleibt. Aber ein Objekt können wir auch nur mit Subjekt denken. Der schwierige Punkt zu verstehen ist, dass das Subjekt, wenn wir jetzt die Gegenstände unserer Vorstellung wegnehmen, das Subjektive an unserem Denken tatsächlich nicht fassbar ist. Subjekt sein ist im Grunde eine Art, kann man sich vielleicht vorstellen, als eine Art Prozess. Wann immer wir denken, sind wir aber in diesem Prozess nur in der Lage, Gegenständliches zu erfassen, festzumachen. Und auch wenn wir jetzt über das Denken der Gedankeninhalte nachdenken, über das Bewusstsein des Seins nachdenken, über uns selbst, tun wir das immer auf eine Weise, dass wir es schon wieder vor unseren Augen zum Objekt gemacht haben. Wir objektivieren, was immer wir in unsere Gedanken aufnehmen, objektivieren wir. Wenn ich von mir rede, mache ich mich zum Selbst. Ich vergegenständliche mich, ich stelle mich neben mich. Ich mache mir eine Vorstellung von mir, die nicht mehr ich ist. Ein Philosoph hat von der Subjekt-Objekt-Spaltung der Welt gesprochen. Und ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen für die meisten Menschen, und die allermeisten Menschen scheitern in ihrer Seinsanalyse genau daran. Wir leben heute in einer sehr physikalistischen Welt. Wir leben heute in einer Welt, in der auch Naturwissenschaft unter der Bedingung steht, dass man die Gegenstände als empirisch fassbare Dinge zur Grundlage aller Erklärungen nimmt und dass man zum Beispiel Seelisches tendenziell dadurch erklärt, dass man es mit physischen
Bewegungen in Verbindung setzt. Neurophysiologie versucht, dem Zusammenhang auf die Spur zu kommen zwischen Denken und Gedankeninhalten und neuronalen Vernetzungen, elektronischen Strömen, die durchs Gehirn gehen. Das heißt, unser Denken geht davon aus, tendenziell, dass es eine Objektebene gibt, die ist die Grundlage von allem. Da haben sich also, wenn man der Evolutionstheorie folgt, was in der Regel die meisten gebildeten Menschen in unserer Hemisphäre tun, wenn man der Evolutionstheorie folgt, geht man davon aus, man hat am Ende, am Anfang war ein Urknall oder was gerade jetzt als Anfang gesetzt wird. Dann irgendwann hat man die Erde kreist um die Sonne, da passt irgendwie einiges. Das ist zwar erst ein Haufen Steine mit Wasser und irgendwie entsteht so eine Art Ursuppe, was auch immer da genau gewesen sein mag. Es entstehen abgegrenzte Räume, in denen chemische Prozesse sich immer wiederholen, verstetigen, verkomplizieren, gegen außen abgrenzen und die man dann Leben nennen kann. Und dieses Leben nimmt immer komplexere Formen an, bis es irgendwann eben zu, weiß ich nicht, warum mir gerade Gürteltiere einfallen, bis es dann zu Gürteltieren sich entwickelt oder zu Fischen oder Kängurus oder was auch immer. Und am Ende, oder nicht am Ende, aber zumindest aus unserer Sicht, anthropozentrischer Sicht, an der Spitze steht dann irgendwann der Mensch, der auch neben den Möglichkeiten, sich adäquat zu verhalten und bewegen, dass sozusagen die Lebensprozesse verlängert und weitergegeben werden, der darüber hinaus dann aber auch selbstreflexiv wird, denkt. Und das einfach nur aufgrund des Gehirns und des Nervensystems. Das ist die Idee, die wir im Alltag üblicherweise antreffen, die wir im Alltag auch unterstellen. Auch wenn bestimmte Menschen aus religiösen oder philosophischen Vorstellungen heraus da nicht voll mitgehen. Aber es ist zumindest die Arbeitshypothese, unter der, glaube ich, schon unser alltägliches gesellschaftliches Weltverständnis steht. So. Plotins Denken kehrt das genau um. Plotin geht davon aus, nein, Moment. Wenn ich überhaupt diese Welt erst wahrnehme, wenn mir diese Welt überhaupt bewusst und zum Erkenntnisobjekt wird, dann bin ich ja immer schon da, als das Denkende, als das es ins Leben Holende. Und entsprechend ist nicht die Seele abhängig von den materiellen Grundlagen, sondern umgekehrt, ohne die Seele wären im Grunde die Gegenstände eigentlich gar nicht mehr da. Was ich jetzt mit diesem Exkurs bezwecken wollte, war klarzumachen, dass Bewusstsein in dieser Logik, in dieser, ich glaube, notwendigen Logik, eine eigene Sphäre von Sein, eine eigene Perspektive von Sein, ein eigener Aspekt von Sein ist, der sich unserer Vorstellung von Gegenständen entzieht und der im Grunde dem Gegenständlichen in Bezug, in irgendeiner Weise in Bezug zum Gegenständlichen steht. Und dass dieses Bezugsgefüge der beiden, dieses Bedingungsgefüge der beiden nicht getrennt werden kann, auch wenn wir beide einzeln für sich eigentlich nicht denken können. Wir haben Bewusstsein und wir haben Sein und erst die zusammen bilden vollständiges Sein. Denn das eine ist nicht ohne das andere möglich oder denkbar. Bewusstsein und Sein bilden vollständiges Sein. Und das bedeutet, dass auch hier wieder die Zweiheit funktioniert hat. Es gibt vom gegenständlich Sein ein Außenverhältnis zum
Bewusstsein, was eben eine andere Einheit ist oder ja, begrifflich zumindest, eine andere Einheit, eine andere was auch immer. Jetzt haben wir quasi die ersten fünf Punkte abgeschlossen. Alles liegt als Einheit vor, als Einheit in der Vielheit mit anderen. Diese Einheiten haben alle ein Außen- und ein Innenverhältnis. Sie bilden in ihrer Gesamtheit das gegenständliche Sein, dem das Bewusstsein gegenübersteht, auch wieder als Außenverhältnis, was erst vollständig, also was erst das vollständige Sein ausmacht. Das ist in meinen Augen der erste Teil. Jetzt kommt der zweite, die zweiten fünf Punkte. Nehmen wir die Gesamtheit des Seins. Das Außenverhältnis war klar. Jetzt sind wir an einen Punkt gekommen, wo ein Außenverhältnis nicht mehr möglich ist. Und zwar der Moment, in dem wir die Einheit des vollständigen Seins denken. Denken wir uns das vollständige Sein aus Sein und Bewusstsein, das Wesen sozusagen, das beide verbindet, was beide umfasst. Denken wir sie zusammen. Dann kommen wir zur Vorstellung einer Art Überseins. Also da, wo Sein und Bewusstsein verschmolzen sind, ist etwas zu denken, das wir eigentlich gar nicht mehr denken können. Denn immer wenn wir denken, vergegenständlichen wir. Aber wenn Sein und Bewusstsein zusammen eine Einheit bilden, dann sind sie ja eben nicht mehr getrennt, um als eines vom anderen gedacht zu werden, sondern sie sind ein Komplex aus Subjekt-Objekt, eine Wirklichkeit, die über diese Spaltung hinausgeht. Die Wirklichkeit des vollständigen Seins, der Ursprung dessen, was wir als vollständiges Sein vielleicht bezeichnen können. Der ist ein Eines, eine Einheit, die eigentlich als Einheit im ursprünglichen Sinne gar nicht mehr richtig beschrieben werden kann. Es kann keine Abgrenzung mehr geben in unseren Vorstellungen gegen anderes, denn es ist mehr als das, was wir uns vorstellen können. Es kann auch keine Bestimmung, nähere Bestimmung dessen geben. Plotin spricht von dem Ersten, von dem Ursprünglichen, aus dem Objekt und Subjekt, Objektives und Subjektives hervorgegangen sind, als das Eine. Und das ist tatsächlich auch das Stichwort, dem man üblicherweise als Erstes begegnet, wenn man gefragt wird oder fragt, worüber dachte Plotin nach? Dann wird man sagen, ja, das Eine. Das Eine ist das alles ohne künstliche, bewusstseinstechnische Aufspaltung in Bewusstsein und Sein. Hauptmerkmal aus unserer Sicht von diesem einen muss es sein, entsprechend nach dem, was ich jetzt ausgeführt habe, dass es unbegreiflich ist. Ja, es ist völlig logisch. Also wenn Gegenstände an Begreifen gebunden sind, aber Gegenstände und Begreifen nicht mehr existieren, dann kann ich eben das, was da resultiert, auch nicht mehr oder wovon wir jetzt gerade reden, nicht mehr begreifen, weil es kein Subjekt mehr gibt, das das Objekt begreifen kann, beziehungsweise in dem Moment, in dem wir das eine zum Gegenstand unseres Denkens machen, haben wir es schon wieder in die Spaltung gezogen, haben wir es schon wieder in die Aufteilung gegenständlich subjektiv gezogen und vergegenständlicht. Das eine ist unbegreiflich. Des Weiteren ist es
absolute Wirklichkeit. Wenn etwas mehr ist als einfach nur ein Bewusstseinsgefühl, als Gegenstand eines Bewusstseinsgefühls, dann ist es das eine, das sozusagen vollumfänglich, ja, nicht ist, sondern mehr ist. Das eine muss aus Plotins Sicht, geschlossen aus dem allerersten Satz, alles liegt in Einheiten vor, das eine muss gedacht werden. Es ist zwingend anzunehmen, dass es das gibt, auch wenn wir es nicht uns ausmalen und begreiflich machen können. Alles Denken von Plotin führt auf das eine zu. Und genau das ist auch der Grund, warum alles, womit er sich beschäftigt, wegführt aus dem, was wir im alltäglichen Leben kennen, was uns beschäftigt, was uns zählt. Es ist die Abstraktheit, das, was uns hier im Moment im gegenständlichen Raum als abstrakt erscheint, was tatsächlich die eigentliche Wirklichkeit darstellt. Wir können einen letzten Schritt noch theoretisch rational gehen. Den würde ich gerne an dieser Stelle als negative Theologie bezeichnen. Aus zwei Gründen. Zum einen ist es tatsächlich in der christlichen Geschichte dann eine Tradition gewesen, auch Gott negativ zu beschreiben, als das, was man nicht beschreiben kann. Und tatsächlich spricht auch Plotin von dem einen mitunter als Gott. Er spricht mitunter auch von Göttern, die dem einen nahe sind. Daran sieht man, dass er kein Christ war. Meines Wissens hat er ganz klar das Christentum abgelehnt. Die Art, wie wir uns Gott, die Art, wie wir uns dem einen, dem Unbegreiflichen, der Transzendenz, dem Jenseits unseres Begriffsvermögens nähern können, ist im Grunde nicht, dass wir es konkret darstellen, dass wir es positiv besetzen, also mit positiven Aussagen erläutern und ausmalen, sondern wir können im Grunde nur hingehen und sagen, eigentlich ist dieser Komplex des einen, ja, eigentlich müsste man eher so sagen, zeigen, der Komplex des einen ist im Grunde nur dadurch zu begreifen, dass man alles, was man begreift, abzieht. Dass man sagt, alles das, was ich davon denken könnte, ist es nicht, sondern es ist mehr, es ist anders, es ist fremd. Es ist nicht größer als die sinnliche Welt, es ist anders als die sinnliche Welt. Es ist nicht mehr Wahrheit, es ist nicht mehr, es ist nicht besser, es ist nicht schöner, es ist anders. Wir stellen es uns vor als Schönheit, Güte, Gott, Erstes, Ursache, ja, als all die Dinge, die sozusagen an der Grundlage, an der Basis unserer Wertungsmaßstäbe steht. Aber im Grunde, ernst zu nehmen, rational, müssen wir eigentlich immer sagen, das eine ist anders. Und wir ziehen alles, was wir an Gedanken darüber haben könnten, um es zu beschreiben, sogleich wieder ab. Alles, was wir darüber sagen können, ist falsch. Wir beschreiben es negativ. Es ist nicht groß, es ist nicht hell, es ist nicht Subjekt, es ist nicht Objekt, es ist nicht. Und damit sind wir am Ende des theoretisch gangbaren Wegs zu den Grundlagen unserer Welt, der andererseits aber beschritten werden muss. Und jetzt kommen wir auch zum Ende unserer 10 Punkte. Aphärese, Aphäresis. Theoretisch sind wir den Weg geschritten, jetzt kommt der praktische Weg.
wenn wir wirklich begreifen wollen, wenn wir werden wollen, was Wahrheit ist, dann müssen wir nicht nur alle gegenständlichen Beschreibungen aufgeben, wie ich eben schon gesagt habe, die ganzen Nichts, ja, nicht groß, nicht gelb, nicht was auch immer. Wir müssen auch die subjektive Perspektive verlassen. Wir müssen nicht nur der Welt als Gegenstand entsagen, wir müssen unserer selbst entsagen. Wir müssen uns selber, wir müssen unser Ich verlassen und nur noch sein. Und hier sind wir an einem Punkt, der tatsächlich sehr stark an hinduistische, buddhistische, meditative Motive anknüpft. Man kann davon ausgehen, dass Plotin tatsächlich auch aus diesem Kulturraum geprägt wurde mit den Gedanken. Er ist also selber auch in den Südosten gezogen. In verschiedenen Kriegen ist er mitgewandert, weil er eben weil er indische Philosophie kennenlernen wollte. Und tatsächlich ist das, was wir kennen von irgendwelchen meditierenden Gurus in Indien, kommt relativ nahe dem, was sich praktisch aus Plotins Sicht anbietet, um Erfüllung mit Wahrheit zu finden. Wenn wir etwas nicht mehr gegenständlich begreifen können, uns dem aber zuwenden wollen, müssen wir uns aufgeben, müssen wir es werden. Wir müssen Teil der Wirklichkeit werden, nach der wir streben. Und tatsächlich ging Plotin davon aus, dass das möglich ist. Wir können in einer Art meditativer Schau in uns gehen und in uns die Fülle des Einen finden, in uns die Erfüllung finden, die uns selber verlassen lässt und zumindest für Momente aufgehen und verschmelzen mit dem, was alles ist, mit dem Universum, gegenständlich gesprochen, oder überhaupt mit dem, was ist. Der Schüler von Plotin, Porphyrius, der 5 Jahre mit Plotin gelebt hat, beziehungsweise täglich mit Plotin zu tun hatte, der ist derjenige, dem wir auch die Aufsatzsammlungen von Plotin heute verdanken. Der hat sie ja so redigiert und herausgegeben, auch in der Ordnung, die er selber zusammengestellt hat. Porphyrius hat später angegeben, dass in seiner Zeit Plotin etwa 5-mal solche Erleuchtungserlebnisse gehabt haben soll. Also gesagt haben soll, dass er eben Momente erlebt hat oder vollführt hat, wie, was immer für ein Verb angemessen sein mag, in denen er sich selbst verlassend eins geworden ist mit dem einen, mit Gott, mit dem Guten, bla bla bla. Und dann eben irgendwann wieder zu sich kam und sich ja daran erinnerte, wie fremdartig der Moment, das Moment gewesen war, das er vollzogen hat. Und das ist tatsächlich auch das, wonach ein Gebildeter, ein verständiger Mensch streben muss, aus Plotins Sicht, nämlich die Erfülltheit mit der Wirklichkeit, die sich um alles, was uns im Alltag betrifft, nicht mehr schert. Und genau das ist der Grund, warum es ziemlich schwer ist, jemandem, die mich fragt, ja, was sagt denn der Plotin so, mal eben eine kurze Antwort zu geben. Es ist nichts, was sich mit normalen Begriffen einfach so ausdrücken lässt. Es ist nichts, was sich einfach so darstellen lässt, sondern man braucht den Kontext und man muss sich klar sein, es geht jetzt in eine Richtung, die eben wirklich mit allen Dingen, die uns beschäftigen, nicht nur nichts zu tun haben, sondern auch nichts zu tun haben sollen. Der Bezug zu dir und deinem jetzigen Leben
der lässt sich deswegen nicht so einfach herstellen. Es lässt sich deswegen nicht einfach in zwei Schlagworten verstehen, weil es das nicht soll. Ja, ich glaube tatsächlich, dass es sich hierbei um das Kerngerüst des Denkens von Plotin handelt. Es gibt die Hypostasenlehre, so nennt man sie zumindest. Es gibt Fragen von Psyche, Geist, auch ethische Fragen, die in, ich glaube, ein oder zwei Aufsätzen seiner 54 Aufsätze enthalten sind, die man jetzt noch heranziehen könnte. Plotin hatte durchaus eine sehr also eine menschenfreundliche Ethik. Aber das war im Grunde nur untergeordnet. Spannend ist das Verhältnis zum Christentum, denn das Christentum hat tatsächlich, obwohl er kein Christ war, sich gegen das Christentum wendete, hat durch sein Denken ganz entscheidende Anstöße aufgenommen, die dann über Jahrhunderte, vermittelt vor allem auch durch Augustin, ganz starken Einfluss auf das gesamte Leben der Menschen genommen hat. Das Denken von Plotin ist auf subtile Weise bis heute in vielen Vorstellungen und Weltanschauungen anzutreffen, aber sicherlich nicht einfach fassbar wie das Denken von einem Rousseau oder von Thomas Hobbes oder von meinetwegen auch von einem Hegel. Wobei auch gerade Hegel, so wie ich ihn bisher kennengelernt habe, sehr starke Anstöße durch Plotin gewonnen hat. Ja, wenn euch das Video gefällt, könnt ihr gerne Kommentare abgeben, Ermunterung, Kritik, Erläuterungen, Fragen, was immer euch einfällt. Ich bin gespannt, ob sich mit der Zeit da auch für mich noch Anstöße wiederfinden. Ich befasse mich weiter mit Plotin. Es wird weitere Videos auch geben, in denen ich dann noch Erläuterungen zu dem Kern hier durchführe. Und ansonsten danke ich euch einfach erstmal, dass ihr so lange dabei geblieben seid.